Wir fahren hoch und gehen dann in den Kontrollraum. Alles klar, bis später. Ich bringe Sie auf die Kohlehalde. Sylvain Krebs ist hier in Saint-Avold geboren. Er hat 22 Jahre lang die Kohle für das städtische Kraftwerk besorgt. Ein Kapitel, das er für abgeschlossen hielt. Hier in Lothringen liegt uns die Kohle im Blut. Wir hatten uns schon mit dem Ende abgefunden, ich zumindest. Und nun geht es für ein Jahr wieder los. Wir wissen, dass dieser Rohstoff, von dem das Kohlerevier über 200 Jahre lang gelebt hat, der Menschheit wegen der Klimaerwärmung zum Verhängnis werden wird. Ja, es gab gute Seiten, aber jetzt können wir die schlechte Seite hier mit Händen greifen. Sylvain ist Ingenieur und verantwortlich für den sogenannten Kohlepark. Bis vor ein paar Wochen war hier nichts, das Kraftwerk geschlossen. Doch angesichts des drohenden Strommangels hat der französische Staat sein Unternehmen um Hilfe gebeten. Sylvain wird insgesamt 300 Millionen Euro ausgeben. 300.000 Tonnen Kohle sind bereits vorhanden. Er braucht das Doppelte, um durch den Winter zu kommen. Wir sind strategisch wichtig. Ohne uns hätte der Osten Frankreichs keinen Strom. In diesem Winter käme es zu einem Blackout mit allen Konsequenzen. Ich denke, wir werden wirklich gebraucht, um den Schaden zu begrenzen. Deswegen nehmen wir den Betrieb wieder auf. Natürlich ist das kein Anlass zur Freude. Ich würde lieber keine Kohle verbrennen. Wir wissen, es ist notwendig. Es wird von uns verlangt, also tun wir es. Irgendwann baut man sich eine Art Schutzschild auf. Ich habe ein Ziel. Es nervt mich, aber mir bleibt keine andere Wahl. Für diesen Winter müssen wir Strom erzeugen. Die Lage ist ernst. Deshalb sind unsere 600 Megawatt im Osten Frankreichs unverzichtbar. Das Kraftwerk Émile Huchet im Herzen des lothringischen Kohlebeckens war einst ein Aushängeschild der Kohleindustrie. Anfang der 50er Jahre pries man seine Leistung und sogar seine geringe Umweltschädlichkeit. Obtenir du coke de haut fourneau à partir du charbon de l'Est est désormais un problème en passe d'être rapidement résolu. Cette nouvelle victoire de la technique française contribuera pour la plus large part au relèvement de l'économie nationale. Doch um die Jahrtausendwende ändert Frankreich seinen Kurs. Erst werden die Zechen, dann die Kraftwerke stillgelegt. Saint-Avold ist eines der letzten. Als es im März 2022 schließt, ist das im Departement Moselle ein Symbol für das Ende eines Zeitalters. Kaum drei Monate später kommt es zur 180-Grad-Wende. Der Ukraine-Krieg und die Probleme des Atomparks ändern die Lage. Der Staat lässt das Kraftwerk wieder hochfahren. Die Beschäftigten, die kurz zuvor in den Ruhestand oder in die Arbeitslosigkeit gezwungen wurden, erhalten noch einmal einen befristeten Vertrag. Sie sollen in diesem Winter Strom für 600.000 Haushalte erzeugen, ein Drittel der Bevölkerung der Region. Eine Notmaßnahme, um die Franzosen vor einem Blackout zu schützen. Doch Umweltschützer halten sie für unsinnig. Vier Uhr früh. Während seine Frau noch schläft, macht Pascal Bernardy Frühstück. Er ist einer derjenigen, die sich von dieser morgendlichen Routine bereits verabschiedet hatten.
Ich hol mal die Zeitung rein. Die Frühschicht war Pascal schon immer am liebsten. Er ist seit über 30 Jahren Facharbeiter im Kraftwerk. Es vergeht kein Tag, an dem nicht über das Klima und die Energiekrise geschrieben wird. Das Wort Energie ist allgegenwärtig. Hier auch. Energie sparen, Temperatur runter und Licht aus. Wer hätte das gedacht? Jeder findet es völlig normal, morgens oder später am Tag seine Elektrogeräte einzuschalten und Strom zu haben. Aber dahinter stehen Menschen, die dafür sorgen, dass rund um die Uhr Energie zur Verfügung steht. Auf diese Aufgabe können wir stolz sein. Nachdem er mit 58 entlassen worden war, kümmerte sich Pascal um den Garten und wartete auf die Rente. Bis sich 3 Monate später sein Arbeitgeber meldete. Fertig und los. Ich stamme aus einer Familie von Bergleuten. Schon mein Vater und mein Großvater waren Kumpel. Und ich muss das Virus auf meinen Sohn übertragen haben. Sein Sohn Christoph kommt gerade von der Nachtschicht. Und wie war die Nacht? Keine Probleme? Nein, alles gut. Sind wir bereit? Wir tun unser Bestes. In dieser Gegend mit einer der höchsten Arbeitslosenquoten Frankreichs ist die Reaktivierung des Kraftwerks eine gute Nachricht für Vater und Sohn. Der Countdown läuft. Es ist schon eine Herausforderung, das Kraftwerk wieder ans Netz zu bringen. Aber unser Team ist zuversichtlich. Wir werden alles Nötige tun, um das Kraftwerk wieder hochzufahren. Die Nachfolge ist gesichert. Der Vater übergibt an den Sohn, genau wie bei vielen Handwerkern. Hier ist es Christoph, der übernimmt. So werde ich später auch im Ruhestand über die Vorgänge hier informiert sein. Also bis dann. Ja, mach's gut. Vor seiner Entlassung war Pascal in der Wartung tätig. Nun, da die alte Kraftwerksdame instand gesetzt wird, ist er, der hier jedes Rädchen kennt, für das Lager verantwortlich. Alles klar, vielen Dank, schönen Tag. Ebenso. Diese Ersatzteile hatten wir noch auf Lager. Trotzdem haben wir beschlossen, sie neu zu bestellen. Das sind Kesselteile, die gestern eingetroffen sind. Wir haben sie fertigen lassen, weil es immer zu Verzögerungen kommt. Tatsächlich wurden sie alle ausgetauscht. Wir hatten noch Lagerbestände, aber zur Sicherheit haben wir einen Vorrat angelegt. Salut Pascal. Salut Fabien. So wie Pascal waren die meisten entlassenen Mitarbeiter bereit, zurückzukehren. Vorerst bis zum Ende des Winters. Die Jacken sind immer noch nicht da, auch die warmen nicht. Aber wir können schauen, ob es etwas Passendes für dich gibt. Ihr Arbeitgeber zahlt nun fast das Doppelte. Dennoch hatten die Beschäftigten eine bittere Pille zu schlucken. Wir mussten gehen. Die Regierung hat das Kraftwerk geschlossen. Zum 1. April wurde ich zwangsweise in den Ruhestand versetzt, obwohl ich beschlossen hatte, noch einige Jahre zu arbeiten. Wir sind zwar zurück, aber es herrscht Chaos. Wirklich.
Ich fühlte mich einfach im Stich gelassen. Ich habe mein ganzes Leben lang, 30 Jahre, in einem Kraftwerk Strom produziert. Und dann waren wir von einem Tag auf den anderen überflüssig. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Wir wurden weggeworfen wie Müll. Man hat uns nicht einmal anständig verabschiedet. Wir brauchen dich nicht mehr. Das war's. Du kannst nach Hause gehen. Wir waren ihnen nichts mehr wert. Erst haben sie uns verachtet und jetzt holen sie uns wieder. Wir verstehen das nicht, aber natürlich haben die meisten Beschäftigten trotz dieser Behandlung zugesagt. Ob Schließung oder Wiederinbetriebnahme, auch die Einwohner hatten niemand nach ihrer Meinung gefragt. Dabei leben im Umkreis von weniger als 10 Kilometern 45.000 Menschen. Das gilt auch für Solène Lallement, deren politisches Engagement unter anderem auf das Kraftwerk zurückzuführen ist. Mit ihren 22 Jahren ist die Grüne die jüngste Stadträtin von Saint-Avold. Doch für eine Umweltaktivistin ist diese Region vermintes Gelände. Beim Verteilen von Flugblättern war sie schon mit sehr feindseligen Reaktionen konfrontiert. Seit 200 Jahren lebt die gesamte Region von der Kohle. Das Kraftwerk ist der letzte Überrest dieser Blütezeit. Das Departement Moselle war das französische Texas. Wir waren das Kohlerevier. Schade, dass das alles weg ist. Ich war Bergmann. Ich war immer für die Kohle. Und heute? Heute ist es anders. Mit der Kohle ist es vorbei. Wir brauchen Energie, also brauchen wir das Kraftwerk. Es verschmutzt die Umwelt nicht mehr als andere und ist vielleicht sogar ungefährlicher als die Kernkraftwerke. Hallo Luc, alles klar? Luc ist Biobauer und Umweltaktivist. Ich mache meinen Großeinkauf. Er gehört zu den wenigen Einwohnern, mit denen Solène ganz offen über die Kohle sprechen kann. Weißt du, wann das Kraftwerk wieder in Betrieb geht? Das scheint noch unklar. Ich habe kürzlich Rauch gesehen, das war aber im Nebel. Luc und ich haben gerade über die Wiedereröffnung des Kohlekraftwerks gesprochen. Haben Sie das verfolgt? Ja, im Fernsehen. Was sagen Sie dazu? Wenn es nicht anders geht, muss es eben Kohle sein. Aber das schadet der Umwelt. Auf Wiedersehen. Es ist nicht leicht, in Saint-Avold über grüne Themen zu diskutieren, weil das nicht den hiesigen Traditionen entspricht. Ich habe oft das Gefühl, als völlig realitätsfern wahrgenommen zu werden. Hier trifft man tagtäglich auf viele Klischees. Zudem bin ich eine junge Frau. Was weiß ich schon davon? Und es stimmt ja. Ich bin erst 22 Jahre alt. Das bekommst du oft zu hören, wenn du alternative Ideen hast. Als Umweltschützerin im Kohlerevier hast du nach einer Weile ein dickes Fell, weil du eine Menge einstecken musst. Man gewöhnt sich daran. Ich habe kein Problem mehr damit. In dieser Region stand Umweltschutz nie im Vordergrund. Denn wir haben Arbeitsplätze immer mit Umweltverschmutzung verbunden. Wir dachten, wenn wir Arbeit haben wollen, müssen wir mit der Verschmutzung klarkommen. Dabei gibt es heute viele verschiedene Lösungen, die Arbeitsplätze schaffen und unseren ökologischen Fußabdruck bestmöglich begrenzen. Doch es geht nicht nur um den CO2-Fußabdruck, sondern auch um die Risiken für die Bevölkerung.
Ob Atemwegserkrankungen oder Krebs, in Europa sollen Schadstoffe aus der Kohle für jährlich 12.000 vorzeitige Todesfälle verantwortlich sein. Solène wohnt bei ihren Eltern. Vom Wohnzimmer aus beobachtet die Familie das Kraftwerk mit Argusaugen. Man sieht schon Rauch. Die Familie war froh über die Schließung des Werks. Schau. Ist es schon in Betrieb? Geplant war das noch nicht. Ich glaube, es gab am Dienstag einen Testlauf. Ich habe es seit meiner Geburt vor Augen. Es ist ein fester Bestandteil der Landschaft. Ich denke, dass es bessere Aussichten gibt. Ich hätte lieber einen Blick auf die Alpen oder das Meer. Aber ich gucke eben auf das Kraftwerk. Das ist wenigstens originell. Es ist immer noch beeindruckend, neben so einem Industrie- und Chemiestandort zu leben. Wir hatten uns an Vorteile wie die geringeren Feinstaubemissionen gewöhnt. Diesen Sommer mussten wir unsere Terrasse nicht alle ein bis zwei Tage von einer Rußschicht befreien. Ich weiß nicht, ob es Ruß war, aber unsere Gartentische waren ständig verschmutzt. So sauber wird es jetzt sicher nicht bleiben. In ein paar Tagen werde ich wieder an diesem Fenster stehen und dann wird der Rauch deutlich zu sehen sein. Bislang steigt noch kein Rauch aus dem Kraftwerk auf. Das liegt daran, dass Sylvain Krebs noch nicht genügend Kohle hat. Hier hatte ich gedacht, im Moment geht es noch, aber wenn es mal klemmt, kannst du von da oben eine neue Rampe bauen und dann dort weitermachen. Wir ziehen alles darüber. Genau. Frankreich hat seine letzte Kohlengrube 2004 geschlossen. Und so muss Sylvain nun viele tausend Kilometer entfernt nach Kohle suchen. In den USA, in Kolumbien oder in Südafrika. Doch er hat einen Konkurrenten. Deutschland. Schon vor dem Ukraine-Krieg waren in Deutschland über 100 Kohlekraftwerke in Betrieb. Seitdem wurden 27 weitere reaktiviert. Saint-Avold muss sich also hinten anstellen. Es fahren zum Beispiel noch keine Züge, denn das ist kompliziert. Es braucht eine Trasse und spezielle Waggons. Und Deutschland hat nicht auf uns gewartet. Auch dort läuft der Betrieb und so sind alle auf der Suche nach Kohle. Wir sind hier direkt an der Grenze zu Deutschland. Die Kohle wird über die Häfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen importiert. Und für den Transport nutzen alle den Rhein und die Mosel. Viel Spaß noch. Sylvain hat 87 Mitarbeiter unter sich. Doch er muss sich nun auch um die Ausbildung der Neuankömmlinge kümmern. Seit der Schließung haben die meisten seiner Subunternehmer anderswo Arbeit gefunden. Salut. So hat sich das Unternehmen neues Personal gesucht. Tout va bien? Viele Zeitarbeiter. Heute könnt ihr mit dem Beschicken beginnen. Alles ist vorbereitet. Die ersten Tests. Stopp vor der 650A, um... Ja, damit es sich leeren kann. Das sind die Feinheiten. Wenn du dafür ein Gefühl entwickelst, hast du alles unter Kontrolle und siehst Probleme vorher, anstatt einen Stau zu verursachen, durch den die Anlage zwei Stunden stillsteht. Ich setze das Band in Gang. Rund 100 Tonnen pro Silo. Erst waren es 40, 50. Ja, 100. Jetzt sind es 50 Tonnen. Das passt. Ich war bereits 2015 hier tätig, aber nicht am selben Arbeitsplatz. Auf dieser Position sammle ich jetzt ganz neue Erfahrungen. Ich muss zugeben, dass ich mich sehr auf den Neustart der, in Anführungszeichen, alten Mühle freue.
Wir sind alle begeistert von dem Plan, das legendäre Kraftwerk Émile Huchet wieder in Betrieb zu nehmen. Die Grundzüge kennen Sie. Sie wissen, was zu tun ist. Jetzt geht es um die Feinheiten der Anlage. Sie müssen in kurzer Zeit viel Erfahrung sammeln. Ein Problem? Nein, ich habe das Band angehalten, weil wir Verluste bei der 612 hatten. Obwohl Sylvain und sein Team vor 2 Monaten bei Null anfangen mussten, wollen sie rechtzeitig bereit sein. Vielleicht starten wir nächste Woche, vielleicht in einem Monat. Wir wissen es nicht. Wir haben einen Auftrag und den Startbefehl erhalten wir am Vortag. Am Vortag. Wir müssen bereit sein, alles am nächsten Morgen hochzufahren. Und dann geht's los. Sylvain müht sich redlich. Doch er ist hier aufgewachsen und die Rückkehr zur Kohle hat für ihn einen bitteren Beigeschmack. Seit 2 Jahren arbeitete der Ingenieur daran, Émile Huchet in ein Kraftwerk der Zukunft zu verwandeln, das in der Lage ist, kohlenstoffarme Energie zu erzeugen. Er kramt die Pläne für sein Projekt hervor, das nun in der Schwebe ist. Der Bau eines Biomasseheizkraftwerks, das mit Abfällen aus der Holzindustrie betrieben wird. Hier sehen Sie den Kesselteil. Darin wird das Holz verbrannt und das Wasser in Dampf umgewandelt. Daneben haben wir den Silo. Hier werden die Holzabfälle gelagert. Und schließlich noch die Anlieferung. Das Holz stammt aus der näheren Umgebung, aus einem Umkreis von wenigen Kilometern. Das angelieferte Holz wird in die Silos befördert und anschließend in den Kessel gegeben, verbrannt und in Dampf umgewandelt, mit dem Strom erzeugt wird. Das macht Freude. Wirklich Freude. Für mich und andere, vor allem die Jüngeren, liegt die Zukunft hier. Die zweite Komponente der Umstellung ist noch umweltfreundlicher. Eine Wasserstoffproduktionsanlage anstelle des Kohlekraftwerks. Sie soll eine Leistung von 400 Megawatt erreichen. Das sind 30% weniger, als das derzeitige Kraftwerk bringt. Doch die CO2-Bilanz wird gegen Null gehen. Sobald wir den Kohlevorrat verbrannt haben, also am Ende des Winters, wollen wir hier 4 Wasserstoffelektrolyseure installieren. Die Sanierung des Kohleparks ist für mich die Zukunft. Alles, was Sie hier sehen, wird dem Erdboden gleichgemacht und wir werden neue Anlagen bauen. Ich möchte in 20 Jahren sehen, was daraus geworden ist. Ich bin schon stolz, weil wir die Zukunft sind. Die Lösung der Zukunft entsteht hier bei uns. Und wir werden sie entwickeln. Doch wegen der überraschenden Verlängerung der Kohleverstromung liegt dieser Plan auf Eis. Das Wasserstoffprojekt wird ebenfalls verschoben auf 2026. Da der grüne Wandel auf sich warten lässt, muss Saint-Avold alte Vorsichtsmaßnahmen wieder einführen. Zu Beginn des neuen Schuljahrs haben alle Schülerinnen und Schüler der Region die Notfallübung absolviert, die sie auf einen Industrieunfall vorbereiten soll. Auch Solène hat als Schülerin alljährlich daran teilgenommen. Die Übung bestand darin, sich im Klassenzimmer völlig abzuschotten. Die Lehrer hatten in ihrem Schreibtisch immer ein starkes, sehr dickes Klebeband, mit dem sie alle Fenster und Türritzen abdichten sollten. Für den Fall, dass es im Kraftwerk ein Problem gibt. Damals wurde mir klar, dass wir bei einem Austritt von Gasen oder anderen Stoffen auf dem Gelände womöglich unmittelbar betroffen wären. Für eine kleine Fünft- oder Sechstklässlerin, die sich viele Gedanken darüber macht, was dort vor sich geht, war das echt furchteinflößend.
sur tout ce qui se passe là-bas, c'était assez quand même anxiogène. Ich erinnere mich noch genau an dieses Gefühl. In solchen Situationen stellt sich jeder das Schlimmste vor. Als Stadträtin gehört Solène einer Fraktion aus mehreren Parteien an und hat kaum Einfluss auf Entscheidungen von nationaler Tragweite. Ich schließe mich mit Aktivistinnen und Aktivisten zusammen, die wie ich dem Umweltschutz verpflichtet sind und für die ein erneutes Hochfahren des Kraftwerks auch schwer zu akzeptieren ist. Das tut gut, selbst wenn wir in der Minderheit sind. Es hilft, sich manchmal zu treffen und auszutauschen. Hallo, alles klar? Für Solène und die wenigen Gleichgesinnten in Saint-Avold ist die Rückkehr zur Kohle ein Anlass, um die Bevölkerung für den Umweltschutz zu sensibilisieren. Sie planen, auf einen Wochenmarkt zu gehen. Mit der Aktion am Samstag stellen wir uns an die Seite der Bürger, die neben dem Kraftwerk wohnen. Sie werden mit dem Rauch leben müssen und haben vielleicht auch Angehörige, die dort arbeiten. Wir stehen vor vollendeten Tatsachen und sind machtlos. Wir fragen uns, warum es so weit kommen musste. Am kommenden Samstag laden wir die Menschen zum Nachdenken ein. Das Kraftwerk wird wieder hochgefahren, das ist nicht zu verhindern. Aber was kommt danach? Diese Frage steht an, denn das Kraftwerk wird nicht lange laufen. Es geht also um den Rekonventionsplan, seine Umsetzung und eine mögliche Bürgerbeteiligung. Die Reaktivierung des Kraftwerks in Saint-Avold wurde mehrfach verschoben. Eine gute Nachricht, fand Solène. Doch dann zeigte sich, die geringe Stromnachfrage war einzig darauf zurückzuführen, dass der Oktober 2022 in Europa der wärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen war. Wir können nicht länger warten. Saint-Avold muss sich, wie andere Orte in Frankreich und anderswo, am ökologischen Kampf des 21. Jahrhunderts beteiligen. Es ist geplant, das Kraftwerk nur für diesen Winter wieder in Betrieb zu nehmen. Doch wer sagt, dass nicht verlängert wird? Wir kennen den geopolitischen Kontext und seine Entwicklung nicht. Wie geht es mit der Ukraine weiter? Wir wissen auch nicht, in welchem Zustand die Atomreaktoren in Frankreich sind. Wie lange wird es dauern, sie auf den neuesten Stand zu bringen? Das Kraftwerk war auf einem guten Weg. Es muss in diese Richtung weitergehen. Das ist mein Ziel. Le journal Mathieu Barbier à la une, le redémarrage hier de la centrale Lorraine à charbon. Le site de Saint-Avold pourtant fermé définitivement au printemps dernier, mais c'était avant le conflit en Ukraine, avant les problèmes d'approvisionnement énergétique et les réacteurs fermés pour les défenses. Natürlich freuen wir uns, zurückzukommen und neu zu starten. Wir wissen, wofür wir morgens aufstehen. Wir sind froh, Strom liefern zu können, der in unserem Land derzeit dringend benötigt wird. Heute ist der große Tag. Wir sind zu den Menschen, die wir wochenlang gefilmt haben, ins Kraftwerk zurückgekehrt. Pascal hatte es seit fast 8 Monaten nicht mehr auf Hochtouren laufen sehen. Das Kraftwerk lebt. Das sieht man schon am Rauch. Ich möchte betonen, dass das Rauchgas, das wir hier sehen, gereinigt ist. Aus Pascals Sicht ist die Umweltverschmutzung unter Kontrolle. Er betrachtet sie als notwendiges Übel für das, was ihm wichtig ist: Arbeitsplätze. Bonjour. Hallo. Wir sind hier im Kontrollraum, dem neuralgischen Punkt des Kraftwerks. Hier spielt sich alles ab. Es tut gut, die Leute wieder an ihren Arbeitsplätzen zu sehen. Ich war hier fast 30 Jahre lang tätig. Für mich ist das eine Art Wiedergeburt. Hebevorgang anhalten. Nach dem Sozialplan gibt die unverhoffte Wiederinbetriebnahme allen ehemaligen Beschäftigten angehalten ein Stück Würde zurück.
Wir arbeiten wieder, das freut uns. Wir tun alles, damit die Franzosen diesen Winter Energie haben. Und dann sehen wir weiter. Dafür sind wir hier. Das Kraftwerk ist mein Leben. Ich habe hier mehr Zeit verbracht als mit meiner Familie. Pascals Vertrag läuft im März 2023 aus. Doch er hat noch Hoffnung für die Kollegen und für seinen Sohn. Sie haben unser Arbeitsgerät, das schon endgültig abgeschaltet war, wieder in Betrieb genommen. Das ist schon eine Meisterleistung. Wir freuen uns trotzdem. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Auch für Sylvain geht die Geschichte weiter, wenn auch etwas stockend. Zusammen mit seinem Team stellt er sich der Herausforderung der Kohlebeschaffung. Das ist Kohle aus Südafrika, die letzten Schiffsladungen, die wir kaufen konnten. Wir haben 420.000 Tonnen auf Lager und es kommen noch etwa 100.000 dazu. Damit haben wir genug Material für den Winter und können 2.500 Arbeitsstunden bis zum 31. März 2023 leisten. Die Rechnung ist aufgegangen. Es war knapp, aber wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Insgesamt wird das Hochfahren des Kraftwerks fast 400 Millionen Euro kosten. Damit ist der hier erzeugte Strom der teuerste Frankreichs und der mit der schlechtesten CO2-Bilanz. In diesem Winter werden die Schornsteine in Saint-Avold in 4 Monaten so viel CO2 ausstoßen wie die Großstadt Nizza in einem Jahr.